Bürgermeister Franz Josef Moormann, der Start für die Caster Erfolgsmomente ist gemacht. Ja, er ist gemacht. Wir wollen neue Erfolgsmomente entdecken und immer wieder nach vorne gehen. Dabei gehen wir ja neue Wege. Wir verbinden ja verschiedene mediale Kanäle. Wie finden Sie das? Das finde ich super gut. Man muss einfach mal den Mut haben, sich nach vorne zu tasten. Vielleicht auch mal ein bisschen die Augen zumachen, um mal zu spüren, wie ein Risiko ist. Und dann den nächsten Schritt tastend versuchen. Und dann Augen auf und dann richtig nach vorne. Es gab schon einige Beiträge, auch im Web-TV, über und mit der Stadt Karst. Dieses Objekt Karster Erfolgsmomente will nun die Geschichten der Unternehmer zeichnen. Ergänzt sich das? Ich denke, das ergänzt sich sehr gut. Vor allen Dingen entspricht das unserer Mentalität, von den Tatsachen auszugehen und von den Leuten, die es wirklich machen. Und das, denke ich, ist ein super guter Ansatz, weil hier sollen ja Menschen, die Erfolg haben in unserer Stadt, wenn sie möchten, über ihre Erfolge berichten und sagen, warum es gut geht. Und das, meine ich, kann ansteckend sein. Herr Bürgermeister, wir haben ja eine Menge geredet. Vielleicht sieht man es ja auch dort. Aber wo holt man sich denn die weiteren Informationen und die Erfolgsmomente ab? Heutzutage zeitgemäß im Internet. Einfach unter der Seite erfolginkarst.de.